Es wird blutig, mega blutig, das ist kein Comic für Kinder. Doch die Blutspur, die der Söldner mit der großen Klappe durch die Reihen der Avengers und ihrer Kollegen zieht, lässt sich nicht mit seinen üblichen Irrsinn erklären. Diesmal ist etwas anders, nur was? Das erfahrt ihr nämlich in Deadpool killt schon wieder das Marvel-Universum. Das ist nämlich vor kurzem erst bei Panini erschienen. Danke nochmal für die freundliche Unterstützung von euch. Der Vorgänger dazu, der erschien ja schon ein bisschen früher und jetzt killt er ja schon wieder. 2017 ist dann halt eine Comic-Serie raus erschienen um Deadpool. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Comic macht mega Spaß. Und das Team um diesen Comic, das ist nämlich einmal der Autor Colin Bunn, Dalibor Talalic als Zeichner, Goran Sudzica mit der Tusche, Miroslav Mlewa, Farben und so weiter. Das sind auf jeden Fall die, da jetzt involviert waren. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Kommen wir erstmal zu der Story. Die Story ist einfach, es wird blutig. Mega blutig. Das ist kein Comic für Kinder, ganz ehrlich. Das ist sowas von stumpf, manchmal blutig. Klar, Deadpool wird manipuliert und tötet plötzlich seine ganzen Kumpels. Und das ist auf eine Art und Weise so creepy, geil, freakig umgesetzt und es ist natürlich sehr linear, es gibt nicht so viele Twists, aber es wird halt so, er ist wie gesagt hypnotisiert, bringt dann die ganzen Leute um, klar, das ganze Marvel-Universum, er tötet sogar Leute, wo man denken würde, das schafft er überhaupt nicht und das ist einfach geil umgesetzt, wo man denkt, okay, wie macht er das, ne? Und dann sieht man, ah, scheiße, geil, man ist eigentlich nur am Grinsen, am Lachen und denkt sich, Hammer. Wow. Und wie auf die Weise mit diesen, ihr kennt ja das Einhorn aus dem Film. Genauso irgendwie ist das auch so ein bisschen geil umgesetzt. Hier habt ihr mal einen kleinen Ausschnitt. Es ist wirklich so manchmal, er hat dann eine Illusion, denkst du alles, ah, wir machen das jetzt so in Art. Und es ist einfach cool umgesetzt. Da haben sie sich echt Gedanken gemacht und da muss man ganz ehrlich sagen, Hammer. Die Auflösung am Ende fand ich so ein bisschen schwach, aber ansonsten davor war es einfach durchgehend nur Spaß. Der Comic ist sehr schnell durchgelesen. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde gebraucht. Der hat ja ungefähr 100 Seiten. Ja, 100 Seiten hat er. Und kostet im Laden 13,99 €. Für die Panini-Comics, ne? Könnt ihr ja gucken, der Link ist hier unten drin. Tusche Zeichner ist ganz okay. Für die Zeit hätte ich lieber detaillierte Sachen gesehen. Muss man halt mögen. Das sieht ihr nochmal hier auch so ein bisschen. Es ist halt sehr weich gezeichnet. Sehr, nicht finde ich, nicht so modern. Nicht so detailliert. Aber klar, es ist auch hier auch sehr, sag mal, trotzdem ist das immer noch oberste Klasse, ne, was man noch umsetzen kann. Aber man erkennt natürlich auch jeden Bösewicht oder jeden Helden und jede Tötungssequenz. Aber manchmal ist das dann sehr angedeutet oder was weiß ich, eine Art. Das ist so einfach sehr vieles weich gezeichnet. Und wenn wir jetzt zum Schluss kommen, das Fazit einfach um diesen Comic. Deadpool killt schon wieder das Marvel-Universum, der ja am 13.03. erschienen ist. Einfach nur eine Kaufempfehlung. Klar, klares, schwaches Ende. Vielleicht ist es ja auch ein Zeichen, es geht nochmal weiter als eine Fortsetzung. Und es vereint ja Teil 1 bis 5 in diesem einzigen Band. Es ist trotzdem abgeschlossen, aber ich fand trotzdem, das Ende wäre so ein kleines Cliffhanger-Ding. Habt ihr euch schon den angeguckt? Dann schreibt das mal in die Kommentare, würde mich mal gerne mal interessieren. Wenn nicht, vielleicht mal kaufen. Wie gesagt, der Link ist ja hier unten drinne. Und würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, ein Abo da gelassen, ein Like geben und bis zum nächsten Review wartet euch nochmal ab hier. Guckt auch die anderen Videos von mir an. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!